Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge LS19 auf dem PC hier auf der Kernstadt zur 599. Folge. Ja, kurz vor knapp, ne? Ja, wie gesagt, 600. Folge morgen wird wohl eine längere Folge werden, live leider nicht. So, Seemaschine ist hier angefangen, hat man gestern noch gesehen, das Vorgewende zu machen. Lassen wir hier auch weitermachen. Wir gucken mal, dass, ob jetzt unser Kalkstreuer zurück ist, dass wir den auf Feld 36 in Gang kriegen. Dass wir da möglichst dranbleiben. Ach, hier vorne steht er. Naja, kriegt er jetzt ebenfalls denselben Kurs wie wie unser Scanner. Wir werden natürlich auch oben auf die andere Seite hinfahren. Das können wir auch gleich selber noch machen hier. Scanner, glaube ich, holte nicht ein, weil er wird sich aber noch mal Kalk nachholen müssen, ne? Weil groß ist das Feld, ne? Aber da können wir dann auch richtig gut was ernten. Weil wäre schon nicht schlecht, wenn wir das auch noch heute gekalkt kriegen, aber das denke ich mal, werden wir nicht schaffen. Da dürfte eigentlich nichts passieren, wenn wir während dem Kalken hier die Nacht überspringen. Und es kommt in die erste Wachstumsstufe. In der ersten Wachstumsstufe ist es ja. Dann müssen wir es ja eigentlich fertig machen. Dann muss es natürlich auch fertig gescannt sein. Ne? Jetzt sagen wir, warum sehe ich keinen Anfangspunkt? Einfach noch keinen Kurs geladen. Ne? dann können wir auch keinen Anfangspunkt sehen. So, 36 Kalken, 18 Meter. Dann sind ja unsere Seemaschinen eher fertig wie hier der Kalkstreuer. Oder wir müssen noch einen zweiten Kalkstreuer herholen. Geht ja. Wir haben ja noch einen. So, erster Wegpunkt oder naheliegendster, das ist, glaube ich, vollkommen egal. Meine brauchen will er 2 Stunden. Boah, so lange wollte ich eigentlich hier nicht mehr spielen. Also am heutigen Tag, meine ich. Selbst wenn wir uns jetzt unterstützen, brauchen wir immer noch eine Stunde. Ja, dann ist es so, ne? Weil das Feld ist auch groß. Bloß mit wem könnte man den unterstützen? Wenn, dann bräuchte man ja auch noch einen Trecker. Wenn, dann müsste ja drüben eine Seemaschine fertig sein, ne? Denn am Hof, muss ich selber erstmal gucken. Doch, hier steht ja noch. So, der Schmalspurbereifte, der ist ja noch am Kalkstreuer dran. Ja, schauen wir erstmal. Wie weit ist denn überhaupt der Scanner? Der müsste ja auch eine Anzeige, wie lange er noch brauchen will. Ne, weil er den Kurs nur abfährt, ne? Naja. Wir können natürlich eins machen. Also der ist ja definitiv eher schmalspurmäßig unterwegs. Ne? Und wir nehmen dann wirklich unseren Schmalspurbereiften. Warum geht es denn hier nicht weiter? Leute, wir stehen in Leistung. Auf Ruf warten. Wen hat denn sich wieder gerufen? Hier ist doch keiner weiter da.
Er war recht hier oder stundenlang gefahren. Machen wir mal ganz einfach eins, nehmen wir ihn mal raus. Und schicken ihn nochmal zu Feld 11. Und dann müsste ja er sich jetzt hier den Deutz rufen, oder? Genau, der setzt sich auch in Bewegung. Warum nicht gleich so? So, ich wollte aber eigentlich den Schmalspurbereiften suchen. Laden wir nochmal Mischration auf. Weil der könnte ja eigentlich in der Mitte anfangen mit Kalken. Da wird es ja nicht stören. Müsste den Kalkstreuer auch auf Pflegebereifung umrüsten? Ich glaube, das ging. Weil es ist ja der Mod Kalkstreuer, den wir da haben. Und Arbeitsbreite dürfte ich dadurch eigentlich nicht verlieren. Halt, andere Richtung wollte ich durchtappen. So, ihr wollt nur was verkaufen. Oh, ist der ganz vorne oder was? Hier. Fahren wir mal rüber. Weil da wird es dann wirklich nicht stören, wenn er hier weitermacht. Und es ist noch gewachsen. Wir haben ja dann Pflegebereifung drauf. Ne? Fahren wir hier zum Werkstatttrigger. Natürlich aufpassen, dass wir auch wieder einen Aufbau drauf machen. 6 Meter Teller, Reifenvariante Standard, Pflegebereifung. Der Umbau kostet uns auch nichts. Der Kalk ist auch drinnen geblieben, würde ich meinen. Zum Glück, ja. Und da kann er den unten unterstützen. Noch weitermachen am nächsten MGM-Tag. Oder ihn generell da unten ablösen. Meine, er ist zwar ein bisschen hier, eigentlich ein bisschen schwach auf der Brust, ne? Warum fahre ich ihn jetzt wieder hier oben raus? Ich wollte nach unten auf der Map. Ui, ui, der schiebt ganz schön. Licht brauchen wir nicht, ich wollte Tempomat. So, da gucken wir hier schon mal nach dem Kurs. 36 Kalken. Solange es helle ist, mag es ja noch gehen. Aber ich denke mal, ja, wenn man in einer Stunde 18:30, 19 wird es schon dunkel werden. Natürlich auch der Wegpunkt, auch die sind angemacht, dass wir hier auch vernünftig einsetzen können.
Aber sieht doch schon rechts und links schön aus auf unseren Feldern hier. Schön gewachsen. So, und natürlich muss er noch gesagt bekommen, er holt sich Kalk in der Düngerfabrik, nicht an den Hof, weil Düngerfabrik ist echt näher. Kalkverladung. So, und da müssten wir eigentlich hier starten, ne? Dort vorne kommt uns der Scanner entgegen. Und das andere wird der schaffen, bis hierhin. Das sehen wir gleich, wenn wir ihn jetzt hier losschicken. Genau, das passt soweit. Naheliegendster Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Würde ich sagen, braucht er eine Stunde 14, da braucht der andere auch schon noch. Fast, ja, 50 Minuten oder 40. Also ein bisschen länger wie die Seemaschinen, aber das denke ich mal, das passt. Funktioniert natürlich noch nicht, ne? Waschplatz 1, das geht auf keinen Fall. Wir brauchen wenn dann schon hier 36 Drescher. Sonst gibt es dann auch hier gleich leichtes Chaos, ne? Weiß gar nicht, ob er für Waschplatz hierher finden würde. Keine Ahnung. So, wo ist unser anderer? Ja, 6.345 Liter hat er noch drin, also drei Bahnen, ne? Und Kalk geht hier schon gut drauf, ne? Aber dafür wird unser Mond dann ordentlich wachsen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, dann wird heute noch was verkauft hier, Bonbons. Einmal hier Autoload an. Ich habe es mir wieder nicht gemerkt. Ich muss mal gucken, ob wir jetzt Bonbons oder Lollis aufgeladen haben. Aber ich würde sagen, ich glaube, auf der Seite waren Bonbons. Ne, nee, waren doch Lollis. So, ein Autoload vorsichtshalber mal ausschalten. Gucken wir mal, ob wir hier die süße Sünde hinbringen können. So, für 1620 zu Lidl. Dann werden wir das mal tun. Hat die Seemaschine eine runde Ecke gemacht, aber da können wir. Das ist nicht so schlimm.
bringen wir überhaupt die Bonbons hin? Da hätten wir gleich gucken sollen. Nicht, dass wir die auch zu Lidl bringen müssen. Ach, der hätten wir mitnehmen können. Gut, wir hätten nicht alle weggekriegt. Ich glaube, da hätte ich zwei Paletten... Ne, vier wären nicht... Naja, da hätten wir acht Paletten wären stehen geblieben. Ne, dann ist besser, wir fahren zweimal. So, bei Lidl geht schon das Licht an. Da wird es doch dunkel. Ne? 17:30 Uhr. So, können wir hier einen Abfahrer rausnehmen. Werden wir mal den ganzen Fall entladen. Gut, die Vordersten werden auch mit weggenommen. Ja, und da rennt die Gelduhr natürlich hier richtig gut nach oben. Schaffen wir 1,5 Millionen. Nee, werden wir nicht schaffen. Aber mit der Ladung Bonbon schaffen wir dann. Na, ja, ist trotzdem relativ knapp, ne? Fehlen nur 17.000. 129.639 kriegen wir. Wir fahren hier auch gleich selber. Und nochmal 8.000 für Hackschnitzel. Tja, die nächste Ladung Hackschnitzel oder die Bonbons. Was wird er abgegeben? Ich denke mal aber Hackschnitzel. Da hätten wir dann 1,5 Millionen. Also das Geld nimmt zu, obwohl wir ja Saatgut einkaufen und kriegen dann ja 700.000 für den Auftrag. Alles richtig gemacht. So, ja, einmal Autoload an, weil Fabrik wird ja eigentlich sofort wieder anspringen, beziehungsweise müssen wir mal gucken. Ups. Gut, wir spielen 1, springt sie ja nicht ganz so schnell an, aber da hört man sie schon. Und wir müssen mal gucken, wie es jetzt hier mit der Rohstoffversorgung ausschaut. Meine Zucker haben wir genug, ne? Für Leerpaletten sind noch 10.000 da, ja, Sahne 136 und Zucker 132, also wir haben hier gleich 400.000 hier Zucker oben und Sahne wird auch, denke ich mal, produziert und da wären die 1,5 Millionen irgendwie geschafft durch Hackschnitzel natürlich, ne? So wie vermutet. Ja, aber ich bin nach wie vor der Meinung, sobald es Maps gibt, wo Produktion verbaut sind, da kann man auch ordentlich Geld verdienen. Ich sag mal, so rein nur mit dem, was ich auf dem Feld ernte, dann sieht das schon anders aus.
Und wir werden nochmal unten reinfahren. Ist ja nicht so komisch, aber am Parkplatz fahren. Normalerweise ist das auch hier so rumgegangen. Preis war, glaube ich, ein bisschen schlechter jetzt, ne? Als wie bei Lollis. Aber ja, in 6 müssten wir auf alle Fälle schaffen, über 1.600.000. Anderes gucken. Denn es ist ja hier Friesenjungen-Trailer, wie gesagt, auf der TV County hat man ja am Samstag ein bisschen Probleme beim Streamen mit den Teilen. Ne? Aber ich denke mal, das werde ich kaputt gedrückt haben. Gute Tausender weniger ist es. Ne, nicht mal 700 Euro weniger. Ne, mehr ist es gar nicht. Oder weniger ist es gar nicht. So, ihn schickt man jetzt hoch in die Gerberei. Dort hat man ja gesehen, steht noch Leder rum. Und da wird er natürlich mal hinfahren und da werden wir gucken, ob wir das Leder ebenfalls noch verhögern können. Ne? Keine Gerberei mehr, da ist er doch. So, und wir werden mal schauen, wie sich die Kandidaten hier schlagen. Das sieht doch schon mal gut aus hier, ne? Und das, denke ich mal, hier ist der Schmalspurbereifte mit dem Kalkstreuer. Da drüben fährt er mit dem Scanner um die Wette. Er fährt ja genauso schnell wie der Scanner, 20 km/h. Nur der Scanner wendet schneller. So, und dann kam, glaube ich, im Hintergrund, wenn wir hier mal umschalten, auf pH-Wert. Ja, hier im Hintergrund, er hat sich Kalk geholt, ne? Da kommt er zurück. Ist nicht viel, also viel hat er nicht geschafft mit 30.000. Also wir bringen hier ganz schön Kalk aus, ne? Aber was muss, das muss. Wie viele Liter bringen wir noch überhaupt aus hier? Wir schaffen Kalk 5,26 Tonnen auf den Hektar. Und unser Feld ist sozusagen, das sehen wir doch hier so schön, ne? 56 Hektar, also müssen wir ja mehr oder weniger bei 5,56 mal 5 ganz grob 280.000 hinbringen. Das durch 30, also 9 Ladungen bis 10 Ladungen Kalk. Zweier hat man, also jeweils einer voll, da fährt der dritte, der holt sich eine erste vierte. Also da muss schon noch oft genug wegfahren. Also ist das ja mit den 2 Stunden gar nicht so abwegig. Jetzt habe ich es zurückgesetzt, ne? Ist egal. So, was machen unsere Häcksler? Der Häcksler steht. Die Abfahrer pirschen sich nur langsam ran. Da wären wir in dieser Folge auch nicht fertig, ne? Können wir zwar nochmal hier in Helfer einstellen, aber so richtig bringen tut es natürlich nichts. Meine, vor der Nacht müssen wir das ja auch nicht mehr fertig kriegen. Meine, wenn wir jetzt die Karotten, die hier rein sollen, nächsten Tag ansehen, sind ja auch dann erstmal die Sämaschine wieder frei, ne?
So, und da müsste weiter gescannt werden, ne? Jawohl, das passt. So, das hier wird letztes Vorgewende, würde ich sagen. Kann ich auch nicht reinspringen. Genau. Würde auch nicht nochmal Saatgut brauchen. Das muss er eigentlich mit dem, was er mit hat, ja schaffen. Oder wird er auch schaffen. Also ich glaube nicht, dass ich auf die halbe Runde 6000 Liter Saatgut brauche. Ja, dann könnte einer von denen dann natürlich hier irgendwann mal Karotten ansehen, also am nächsten Ingame-Tag. Und dann ist ja sozusagen nur noch von unseren Feldern übrig, wo noch nichts angesät wurde, also 22, 23, 24, ne? Da soll ja dann Erdfrucht hin, also Rüben und Kartoffeln, und 19 und 9 muss noch gemacht werden. Schon hätten wir dann sozusagen den dritten Frühlingstag und sind wir recht gut dabei, möchte ich meinen. Temperaturtechnisch haben wir gerade mal 3 Grad Bodentemperatur. Das reicht natürlich noch nicht hier für die Erdfrüchte. Also sprich Zuckerrüben und die Kartoffeln nicht. Ach, da stehen sie doch, Zuckerrüben und Kartoffeln. Kartoffeln wollen 4 Grad und Zuckerrüben 5, also werden wir uns erst Kartoffeln ansehen können. Ne? Muss ich noch was anderes gucken? Ne, genau, ist schon alles so richtig. Mir war jetzt eine Sache oft gefallen. Aber nicht, dass wir noch eine Frucht vergessen haben anzubauen, ne? Ja gut, aber wir noch 5 Minuten brauchen, das schaffen wir heute so nicht mehr in der Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder zur 600. Folge. Werden wir eine längere Folge machen. Ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann morgen sozusagen am Donnerstag auch mit reinschaltet. 13 Uhr geht es hier weiter. Bis dahin und tschüss.